Du, ich kann Ihnen sagen, das ist kalt geworden hier. Die ersten Fröste sind über den Garten hinweggezogen. Die ersten Pflanzen sind erfroren. Gib mir Zeit mal, über Dinge zu berichten, die mir so im Laufe der Zeit passiert sind. In diesem Fall geht es um Limousinen. Bleiben Sie mal dran, ich erzähle Ihnen was von Limousinen. Ich mache doch jedes Jahr meine Gartenreise. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neusch im Garten, ESH-Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Jedes Jahr meine Gartenreise. Ah, komm, bleib hier. Hol die weg. Mache ich jedes Jahr meine Gartenreise. Und ich habe schon so viele Videos zusammen, die halbfertig sind und viertelfertig und gar nicht fertig sind. Jede Menge davon. Und da ist mir einer jetzt in die Hände gefallen. Den habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, bei einer Gartenreise gemacht. Da war ich in einer Pension in Arenberg. Fragen Sie mich nicht, wo das ist. Da bin ich mit der Dame dort ins Gespräch gekommen und da züchteten die Limousinenrinder oder so, wie die auch immer heißen mögen. Da habe ich gesagt, können Sie mir das nicht mal zeigen? Ja, sind wir da rausgefahren, da in die, auf die Wiesen. Tolle, tolle Sache. Hat nur einen Haken, weil das so eine Spontanaktion war, ist das mit dem Ton nicht ganz so hingekommen. Aber habe ich mir gedacht, weil das so tolle Tiere sind, ich zeige Ihnen jetzt mal die Aufnahmen, die dabei so entstanden sind. Also das, was man verwerten konnte, habe ich zusammengeschnitten. Die junge Dame wollte auch nicht mit aufs Video. Also das sind so Aufnahmen von Limousinenrindern, von Hobbyzüchtern, die Fleischrinder produzieren. Ich zeige Ihnen die mal. Ist nämlich eine interessante Sache. Gucken Sie mal rein. Dann habe ich mal nachgesehen im Internet. Haben Sie eine Ahnung, was ein Fleetsmaul ist? Ich habe noch nie was von dem Namen gehört. Das muss irgendwie hier so an der Seite sein. Hier, was da so an dem am Maul hier irgendwie so. Das nennt man ein Fleetsmaul. Jetzt lebe ich schon so lange in diesem Land und habe dieses Wort in meinem Leben noch nicht gehört. Man lernt nie aus. Flotzmaul. Flotzmaul. Entschuldigung, das Ding heißt Flotzmaul. Stadtmensch eben. Was hat die jetzt ein Problem? Sie sind fremd, sie will sich dominieren. Das macht die bei fremden Leuten mal so. Also dieses Geräusch war jetzt letztendlich die... Also ja, so Abwehr. Ja, guck mich nicht so schräg an. Ich tue dir nichts. Ich habe meine eigenen Tiere, ich brauche kein Rindfleisch. Also äußerst selten mal. Was sind Absetzer? Absetzer sind die, wenn so mit 9 Monaten, 10 Monaten, wenn die zur Auktion verkauft werden, dann werden die, die sind bis dahin, saufen die am Euter. Und wenn man die absetzt, also von der Milch absetzt, ja. Genau, und das heißt dann Absetzer-Auktion zum Beispiel. Ne? Also die machen dann erstmal eine Woche, plöken die, weil sie ja dann, jetzt hauen sie alle ab, weil sie ja dann keine Milch mehr kriegen, weil, sehen sie ja, ja, so groß wie es. Wenn Ihnen einer das Bier oder was weiß ich. Na, Hanuta? Die heißt Hanuta. Die lassen sich einfach so in den Anhänger reintreiben, oder? Nee, treiben gar nicht. Die müssen freiwillig gehen. Also meistens, wenn wir welche verkaufen, haben wir so ein... Eine Seite Mauer und andere Seite Gatter. Und dann können die sich in dem Gatter nicht mehr umdrehen und gehen dann auf den Hänger drauf. Treiben, die lassen sich nicht treiben, die müssen locken. Also locken, oder wenn die auf eine andere Weide wollen, dann sehen die meinen Vater, der macht das Tor auf, dann Draht abspannen, da hinten ist die nächste Weide, dann laufen die auf die andere Weide. Aber wenn man jetzt eine Kuh, die nicht will, die kriegen sie nicht vom Fleck, wenn die nicht will. Bei den Schwarzbunden geht das, aber bei denen hier nicht. Würden Sie denen auch irgendeine Art von Intelligenz zusprechen? Oder? Das sind Fragen eines Laien. Die Kühe beobachten meinen Vater. Also die waren hinten auf einer Weide und dann haben die schon gesehen, mein Vater kam mit dem Schlepper und hat Zaun gemacht. Und dann sagen, haben die schon gewartet, wann die in diese Weide hier können. Also die merken sich das ja doch. Das geht nicht. Also Inzucht machen wir denn. Bis zu welcher Generation ist das denn noch? Ist das überhaupt zulässig, oder? Ich meine, die Kaninchenzüchter machen das ja, um eine neue Rasse zu stabilisieren. Zuchtziel ist, die Inzucht wollen wir nicht haben.
Also man muss dann neues Blut wieder rein. Die eigenen Kinder darf er nicht decken. Die hier kann er alle decken, die alten Kühe. Weil die sind nicht von ihm, die sind noch von einem anderen Bullen. Welches Geschlecht gibt denn die bessere, das bessere Fleisch oder ist das vollkommen belanglos? Im Grunde genommen bis 2 Jahre. Älter sollten sie von, also ab 2 Jahren wird das grober, denn also junges Fleisch ist natürlich besser. Ja, aber ich meine vom Geschlecht her, hat ein Bulle müsste ja mehr Muskelfleisch haben. Mehr Muskeln, natürlich der Bulle, ja. Wie lange bleibt dieser Bulle, Sie können ja das Geschlecht nicht bestimmen. Nee. Sie haben ja statistisch die Hälfte an Bullen dabei. Die Hälfte davon geht dann nach einem Jahr oder anderthalb in die Schlachtung, oder? Die weiblichen, die wir aussuchen, wir wollen ja auf hornlos züchten, heißt, wir behalten jetzt nur die hornlosen weiblichen. Und die anderen gehen zur Zucht über Export oder andere Betriebe, die welche haben wollen, werden die verkauft. Ist das eine der populären Rassen oder eher eine, die weniger? Die ist populär hier, die Limousin. Die sind ständig neue Betriebe dazu. Also die hier sind französische, also aus der Limousin. Da stammen die her, von Frankreich, aus der Gegend. Deswegen heißen die Limousin Fleischrinder. Ja. Komm, ich hab mal. Eigentlich soll man die dann immer eher seitlich mal so streicheln, weil so bedeutet Angriff. Aha. Vielleicht mal so von der Sache hier, her. Hier. Mein, der ein Hals, der Kerl. Ja, das ist eben. Maybach, komm mal her. Komm mal her, Maybach. Geh mal auf, komm. Komm. Geben Sie das Sperma auch an die Samenbanken ab, wenn das jemand haben möchte? Ich habe eine Bekannte, die hält ein Hausschwein und die lässt sich jedes Jahr einmal dieses Sperma kommen und. Das müssten sie ja, wenn, dann müssten sie das. Es gibt ja Bullen, wo das gewonnen wird von die. Ja. Also dann müssten sie ja so eine Box, so einen Stand haben und alles, sonst kriegen sie, wie wollen sie das bei dem Bullen hier? Das wird nichts. Und? Haben Sie jetzt diese paar Minuten verschwendet? Nee, ich denke mal nicht. Ich meine, jetzt der Winter ist sowieso nicht die Zeit, da guckt sowieso keiner hier. Gartenvideos, also da kann man auch mal Videos zeigen, die vielleicht im April, Mai besser bedient werden können. Also, eine kleine Episode von meinen Gartenreisen. Übrigens, wenn Sie auch irgendein Projekt haben, melden Sie sich bei mir. Ich komme vorbei auf einer meiner Gartenreisen und dann machen wir auch so ein Video bei Ihnen, hoffentlich mit Ihnen selbst vor der Kamera. So, in diesem Sinne, abonnieren, Like-Button drücken, den nächsten Amazon-Einkauf über unten, einen meiner Links. Da kann ich noch mehr Reisen machen. So, bis dann. Tschüss.